Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Nachdem wir die Geschichte von Bashar Mahdi gehört haben, werden wir jetzt unsere eigene Geschichte weiterschreiben, indem wir zusehen, dass wir in die Gaia Prime Anlage kommen. Das Wetter ist wie üblich sehr einladend hier. Aber damit haben wir jetzt alles erledigt. Rein theoretisch könnten wir jetzt eben schnell nach Meridian zurückreisen und alles eintauschen. Aber da bin ich jetzt gerade nicht so für. Aus Gründen des abbrechenden Abbruchs. Und da wir wahrscheinlich eh noch nach Meridian müssen, wird das hier starker Schneefall. Easy going, sag ich mal. Die Welt wird weiß. Müssen wir da nur irgendwie reinkommen? Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ja. Die Frage ist natürlich, wartet hier noch irgendein Gezuppel auf uns? Schnell darüber. Ist sonst gar nichts, ne? Nur Trümmer. Keine Logfiles oder ähnliches. Einfach nur Trümmer. Ich warte immer noch auf den Donnerkiefer. Etwas Vorrat. Der mit Sicherheit gleich irgendwo auftauchen wird. Also hier war auf alle Fälle mal eine Straße. Ich sammle mal schnell alle Heilpflanzen ein, die wir noch so kriegen können. Damit das Medizinbeutelchen voll ist. Also vom Gefühl her. Ich sehe Silence auch noch nicht. Der wird auf meinem Scanner auch noch nicht angezeigt. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier. Okay. Hehehe. Umflackert irgendwas. Okay, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Panik. Kann ich hier vorher nochmal speichern? Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay. Klettere den Feldvorsprung hinauf. Warte, ich muss einmal Luki Luki machen. So, so. Hier waren noch schon andere. Ach, das Silence hier alleine gebaut? Irgendwie weiß ich. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich dem vertrauen kann. Aber da er mir den Arsch gerettet hat, habe ich erstmal so keine Wahl. Nein. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Hm. Alter, der muss doch 100 Jahre gedauert haben, das hier hinzubauen. Okay, dann mal auf, hinauf. Bäh. Okay. Nicht runterfallen. Bisschen umgucken.
Nicht runtergucken. Boah. Das war mega knapp, Alter. Uiuiui, so, da geht's hoch. Hier auch. Ach, hier geht's weiter. Okay. Okay. Weiter. Bunker entdeckt. Gaia Prime. Ich würde gerne vorher speichern. Aus Prinzip. Aber das Spiel lässt mich nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Weil eigentlich müsste ich aufhören mit Aufnehmen jetzt. Ich müsste jetzt aufhören. Ist hier irgendwie... Kann ich hier hinreisen? Also hier nicht. Kann ich zu diesen Dingern hinreisen? Warte mal. Also wäre blöd, wenn ich jetzt die Aufnahme beende. Nein, ich kann zu den Bunkern kann ich nicht hinreisen. Und es gibt auch kein Feuer hier in der Nähe, ne? Ne, nur das da hinten. Das ist ungeil. Na gut. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Ich dachte, du bist hier. Ich dachte, du meinst so ein richtiges hier. Nicht nur so ein halbes. Na gut, da ich hier nicht speichern kann, dann müssen wir da jetzt durch. Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Ja, ja. Das sagst du jetzt. Das weiß ich doch nicht. Ja, komm, hier, sag an. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Okay. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Vor 19 Jahren. Ja. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Wieso bleiben uns nur noch ein paar Stunden? Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit reinzugehen. Ja.
Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Okay. Dann hinein, würde ich sagen. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Oh, warte mal. Kann ich noch mit dem quatschen? Ja. Nö, alles gut. Ich muss jetzt weiter. Okay. Ich geh rein, ne? Okay, rein theoretisch dürfte hier drinnen ja nichts rumzuppeln, ne? Erstmal ein bisschen umschauen. Da ist was. Hier ist was. Protokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelette essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu archivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Ja, okay. Frohen Mutes. Sind die Leute hier? Hier war der Ausgang. Hier war der Eingang. Okay, dann müssen wir jetzt hier runter anscheinend. Pass auf, wo du hintrittst. Ach. Gut, dass das immer so schön klappt hier. Aber wir hoffen, dass wir jetzt hier nicht drauf gehen. El Schachtu. Wundert mich, dass die Anlage überhaupt noch so existiert. Hat Hades hier noch keinen Versuch unternommen reinzukommen? Ich meine, gut, die Maschinen bewachen das Ding hier. Ist okay. Wundert mich aber trotzdem ein bisschen. Und wieder einmal hoffe ich, dass ich nichts übersehen werde. Oh, okay. Ah. Ja, ja, ganz ruhig. Was war das? Das habe ich ganz genau gehört. Ich höre irgendwie so ein komisches Piu Piu. Was ist das denn? Komme ich da hin? Von da. Da muss ich sowieso irgendwie hin.
Ich will aber jetzt hin. Wie komme ich denn da hin? Vermutenerweise werden wir da irgendwie rauskommen. Okay. Aber nicht jetzt. An der Tür, da waren wir nämlich noch nicht. Da werden wir sicherlich erst noch hinkommen. Hier sind überall noch Höhlen. Kann ich mich hier abseilen? Jo, da war ein Tau. Wir arbeiten uns gerade nach unten, um nach oben zu kommen, wie mir scheint. Geht's hier weiter? Nö. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Hier auch nicht. Wohin hinüber? Hinten über? Wahrscheinlich eher hier so. Hallo, spring da ran. Mädchen, was ist los? Okay. Nein! Alter, bist du wahnsinnig! Hopp und hoch. Okay, hier. Ach, hier hätten wir auch runtergehen können. Aha. Hier kommen wir später wieder hoch, glaube ich, ne? So, hier so ein Pilz. Pilz, nehmen wir mit. So, da müssen wir hin. Hier ist aber auch noch was. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Joho, tausche die Energiezelle aus. Rein theoretisch. Von rechts wegen her müssen wir uns jetzt hier definitiv mal wegbeamen. Aber wir sind hier jetzt in der Anlage. Ich weiß gar nicht, ob wir uns hier überhaupt rausbeamen können. Kann ich mich jetzt hier so wegseppen? Rein theoretisch kann ich das. Ich sag mal, weit gekommen sind wir noch nicht. Dann würde ich das vielleicht bevorzugt machen. Und wisst ihr was, Freunde? Das mache ich jetzt auch. Bin nämlich ganz gemein. Und zwar... Warte mal, ich will mal die Quest aus. Hier, altes Waffenlager. Karte. Wo ist der Questmarker? Da. Da muss jetzt nämlich erstmal diese schöne Rüstung hier. Und dafür beamen wir uns. Hier geht's nicht. Aber hier... Und los. Dann holen wir uns jetzt erstmal die schöne Rüstung. Und danach erkunden wir dann die Anlage. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Das ist ja eigentlich nur rein Rüstung holen und wieder raus. Und außer ich bin da wieder völlig verblödet vor dem Drehscheibenrätsel, was eigentlich total easy ist. Aber naja. Ich bin halt auch nicht der Hellste, ne? Schön. Da, auf die Rüstung bin ich ja mal gespannt. Die soll ja völlig über sein. So, ich habe was von Unverwundbarkeit gehört. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, dafür muss die auf... Das war's fürs Erste. Der Dunst lüftet sich. Aufgeladen sein. So, pass auf. Wir müssen... Wo war denn der Eingang? Hier war der Eingang. Da heroben. Können wir noch ein paar Pflänzchen sammeln. Schön, dass man wieder was sieht, ey. Also da oben in der Anlage, da ist ja... Bäh. Ist ja katastrophal. So, wollen wir mal schnell hinabsteigen. Das reibt ein bisschen. Ja.
Bin ich hier richtig? Ich will's hoffen. Ach, gut. Glück gehabt. War mir nicht mehr ganz sicher. Hier war ja auch noch eine Metallblume damals. Kriegen wir endlich die Rüstung. Zum Glück nicht ganz zum Schluss. Hallo. So, jetzt müssen wir ja, da rein und dann darüber. Moin. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. So, reparieren. Nur noch zwei. Reparieren. Nur noch eine. Und reparieren. Das war's. Die letzte. Es ist eingeschaltet. Jetzt müssen nur noch die Schalter richtig stehen. Es muss eine Art Code geben. Ja, ja. Pass auf. 90 Grad müsste so sein. 9, 18, 27, 360 bleibt so. 90, 9, 18, 27, 36. Ach nee. Hä? Das sind Gradzahlen, oder? Jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich schon wieder verblendet. Nur 90, 180, 720, 360 ist oben. Dann 450 müsste dann ja wieder der sein. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 müsste so sein. Geschafft. Dann will ich mir mal die Rüstung darin ansehen. Haha, bin ich gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Na gut, mal sehen, was sich mit diesem Material anfangen lässt. Ja, dann zeig mal her. Schildweberin. Durchsuche die Ruinen. Achso, gut. Schildweberin-Outfit-Kiste. So, pass auf, jetzt mache ich die Kiste auf und ist da nichts drin. Haha, verarscht. Inhalt zeigen. Schildweberin-Outfit. Alles nehmen. So, was tut es denn? Kann man nicht skillen? Alte Technologie, geborgen von Aloy und auf Nora-Leder gestickt. Baut einen schadensabsorbierenden Kraftschild auf, braucht nach Abbau Zeit zum Aufladen. Okay, ich rüste mal aus. Interessant, jetzt haben wir da so eine Art Schutzschild. Da oben, das blaue. Hm, nice. Kann ich mich hier so wieder rausbeamen? So, pass auf, dann beam ich jetzt nämlich wieder hierhin zurück, zumindest soweit ich kann. Dumm, 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 dumm. Hierhin geht's ja nicht. Hierhin auch nicht, aber hierhin. So, dann beam ich mich dahin und dann gehen wir in der nächsten Folge, gehen wir dann endgültig in die Anlage rein. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bis zum bitteren Ende und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.